damit ein wunderschönes herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal Lenny Vlog. Ja, wo geht es denn heute schon wieder mit mir hin? Wir fahren mal wieder nach München zum Zuckmühle-Stammtisch und ich nehme euch natürlich auch mit. In München mal wieder angekommen zum Stammtisch, geht echt ja. Ich bin sehr schnell von A nach B. Ich wusste erstmal da nicht, wo ich genau hin muss. Aber ich bin richtig am Gleis und in ein paar Minuten fährt dann meine U-Bahn ein und dann geht es auch zum Café Netzwerk. Wir sind natürlich ein bisschen zu früh, knapp halbe Stunde. Es geht um 15 Uhr diesmal los, sondern eigentlich irgendwie um 17 Uhr. Keine Ahnung, warum echt vorgeschoben wurde. Wir sind aber da. Ich habe echt endlich mal hinbekommen, echt zu finden. Nicht wie das letzte Mal, wo ich mich erstmal 3000 Jahre hier nicht verirrt habe. Nee, jetzt habe ich euch auch wirklich gefunden. Ich habe aber leider keine Ahnung. Ich gehe mal rein. Erst seit heute wieder frei. ja. Und instant wieder rein. Ich bin gerade rein mit dir. Seitdem haben sie da ein Schild hängen. Ich muss draußen bleiben. Doch. Einfach zu Sommer einsperren. Ja. So, digital, recht. Das hier ist ein digital, okay. Ich bin Türöffner. Ich bin quasi Nachbarn von denen und weiß trotzdem. Erst nicht einsperren und dann nicht mal reinlassen, ne? Die Tür ist defekt. Ich habe keine Ahnung, wann die aufgeht und zugeht. Das ist ganz komisch. Dass ihr sie einfach so lose drin lasst? Ja, ich bin, es ist ja immer jemand anwesend. Weil das ist nur einmal zack. Oder auch. VR? Ja, VR. Ja. Zack, oh, ist nichts drin sogar. Ist echt nicht mehr. Wahrscheinlich sind die Spiele installiert. Genau. Also, es ist nicht klar. Wäre auch für den einen oder anderen vielleicht interessant, wenn man was drehen möchte. Ich habe schon Ideen. Sie ist sehr gut. Ist tatsächlich übertrieben. Hier könnt ihr auch sehen, dass so der Longboard, was Café Netzwerk selber gebastelt hat und alle Leute, die wir waren, schon mal Autogramm gegeben haben. Oh. Also das war jetzt der digitale Bereich. Wir haben drüben den analogen Bereich. Da würde ich jetzt nicht hingehen, weil da sind die anderen Jugendlichen. Aber ihr wisst, wie die so aussehen. Ja. Da war halt noch Billard, Tischtennis, aber auch eine Playstation und... Also klassischer Jugend. Und wie gesagt, da könnte man hier wirklich so Kochstreams machen, theoretisch. Weil eine Kochinsel ist da. Ja. Kochstream 2 ist in Planung. Coming soon. Wäre schon witzig, da könnte man hier so eine Kamera hier hängen lassen. Und dann ist echt planender Scheiß. Halt ist viel mehr möglich als immer auf alten Kaffeemessen. Ja, auf jeden Fall. Das Licht ist auch besser. Das ist mehr so ein Kunstlicht. Wie im alten Café-Netzwerk, wo jede Kamera einfach stirbt, weil es so zu dunkel. Das alte wird das dann alte. Neu. Halt, wir genau. Ziehen wir zurück. Hm. So. Warum? Weil das andere dann neu renoviert ist. Aber dann verliere ich Nachbarn. Schau mal, jetzt findet eine Entführung statt. Oh nein. Hauptlager, das steht doch auf. Ja! Aber es ist auch so groß, dass es rennt. Aber ich weiß, dass der Markus mir letztes Mal noch was zu dem anderen Lager gesagt hat. Ich plane mit einer kleinen Gruppe so ein Tierheimprojekt. 24 Stunden Livestream. Und wir haben hier vom Parabol ein. Der Kollege hat eins. Der ist einfach die Dantisch. In dem Moment, ich mal einen Livestream gemacht habe, waren so schöne 360-Grad-Kameras, also die ich so... Also die nehme ich 360 Grad auf, aber du kannst sie so wirklich schön schwenken.
hast du gesehen, Saal vorne eine Bühne, eine hängt in der Mitte runter. Da ist rechts vom Publikum vorne eine und nochmal weiter hinten eine zweite. Aber wenn ihr dann wieder zurück geht. Der Punkt ist, es geht hier nur ein Teil zurück. Ah. Der digitale sozusagen. Der digitale Bereich geht zurück. Wir haben jetzt oben den digitalen und den analogen Bereich. Okay. Davon werden nicht beide Seiten bleiben. Man wird sich auch für eine einigen. Und der bleibt auch nicht, sehr wahrscheinlich nicht unter dem Namen Café Netzwerk, denn das Café Netzwerk geht wirklich wieder zurück. Und der digitale Bereich sozusagen zieht wieder zurück, der analoge bleibt. Und ich weiß nicht, wie dann die Strukturen drüben sind beim neuen Bereich, weil es soll dann mehrere Stockwerke sein. Weil das wird halt schon der Keller sein, aber dass die Möglichkeit runter und hoch geht. Das war von dem kleinen Mini-Vlog zum zweiten Mal. Ein kleiner Runde in einer kleinen Stammtisch. Ihr habt ein bisschen was erlebt, wie wo überhaupt oder was Tup Mini einfach alles so hat. Ich habe euch ein bisschen mitgenommen und ja, es ist auch schon wieder vorbei. Ich fahre jetzt nach Hause. Für mich ist in einer Woche das Creator Barcamp, wovon ich natürlich euch auch natürlich schon berichtet habe. Und dann würde ich sagen, ich werde mich dann nach Hause spinnen und bis dahin macht gut, bleibt gesund, ciao, tschüss.